Wenn du eine Münze in die Schrumpfspardose einwirfst, wird sie wie von Zauberhand verkleinert. Sie landet erst in einem Trichter, wird dort geschrumpft, rutscht dann weiter bis in einen Auffangbehälter, wo sie für dich wieder sichtbar wird, nur im Miniaturformat. Wenn du genug gespart hast, kannst du einfach das rückseitige Fach an der unteren Seite öffnen und dein Geld wieder entnehmen. Das Aufziehen der Schublade setzt einen Vergrößerungsprozess in Gang und deine Münzen erhalten ihre originalen Maße zurück. Hol dir die Schrumpfspardose, wenn du von deinem Geld mehr erwartest, als sich einfach nur in Luft aufzulösen.